Nein, wo bist du? Bitte hilf mir, beeil dich! Lia! Vater ist tot, stimmt's? Ich rufe die ganze Zeit nach ihm, aber er antwortet nicht mehr. Lilia, du siehst ja ganz müde aus. Ist es, weil du verfolgt wirst? Ich habe mich den ganzen letzten Monat von einem Versteck zum anderen geschlichen. Aber mir geht es gut. Deine Stimme habe ich so oft gehört. Ja, ich deine auch. Die Telepathie verbindet uns. Sie hilft mir sehr. Wenn ich mit dir kommuniziere, kann ich fühlen, wie du leidest. Wenn du irgendeinen Schmerz verspürst, dann spüre ich ihn auch. Das bedeutet mir sehr viel. Es tut mir leid, dass ich so spät gekommen bin. Deine Stimme hat mir sehr geholfen. Gratuliere, Ryan. Jetzt hast du Lilia endlich gefunden. Wer bist du? Rita. Und ich werde euch beiden jetzt das Hirn herausprügeln. Bist du etwa auch eine Galarian? Was denkst du denn? Mutter fürchtet das Virusprogramm in Lilias Kopf. Sie hat so große Angst, dass sie nachts nicht schlafen kann. Ihr Menschen seid riesige Idioten. Unser Schicksal liegt einzig und allein in Mutters Hand. Und jetzt werde ich meinen geliebten Bruder rächen. Reinhard war nicht allzu klug, aber ich hatte ihn richtig gerne. Und er war mein einziger Bruder. Darum werde ich dafür sorgen, dass ihr langsam und unter großen Schmerzen sterbt. Oh, du kleines Miststück! Ah! Lilia! Lilia! Du bist ein guter Gegner. Diese Droge wurde speziell für mich entwickelt. Jetzt kann ich dich endlich töten! Nein, du kannst dir das Zeug nicht selbst spritzen! Mutter hat immer gesagt, dass sich dieser Moment so toll anfühlt. Rita, du hast den Verstand verloren! Wir werden jetzt alle ganz langsam, aber sicher wahnsinnig. Nein! Ist es soweit? Lilia, bleib weg! Ah, Rita, nicht! Bring Ryan nicht um! Ist alles in Ordnung? Mach dir nur keine Sorgen. Ich kann mich selbst nicht ausstehen. Ich hasse die Macht, die ich habe. Ich wollte immer, dass damit Schluss ist. Aber ich kann einfach nicht sterben, Ryan. Sieh mal, was für ein wunderschöner Schnee. Das ist genauso, als ob man einen Traum hätte, der ebenso wunderbar wie auch beängstigend ist. Ich frag mich immer wieder, wenn Mutter Gott ist, warum hat sie dich dann mit so einem grausamen Schicksal bedacht? Wo ist eigentlich dein wahres Ich geblieben? Du bist seit langem nicht mehr du selbst. Du bist inzwischen nichts weiter als eine leere Hülle, die sich für einen Menschen hält. Mir
Es ist wirklich schade, dass wir uns nicht mehr wiedersehen werden. Brian, ich flehe dich an, töte mich. Mein Kopf tut so weh. Los, es tut so weh, ich halte es nicht mehr aus. Nein, Ryan, tu's nicht. William, es ist die einzige Möglichkeit. Sie will doch so gerne sterben. Ja, aber... Bitte mach es, Ryan. Oh nein, ich halte das auch nicht mehr aus. Verzeih mir. Nein! Lilia, bitte weine nicht. Ryan, woher hast du nur diese Kraft? Man hat mit mir herumexperimentiert. Sie haben mir im Krankenhaus verschiedene Drogen gegeben. Glaub das nicht. Hä? Was hast du gesagt? Ach, nichts. Birdman ist lachend gestorben. Reinhardt hatte furchtbare Angst. Und dann starb Rita, weil sie sich mehr hasste als alles andere. Diese Drogenabhängigen sind so einsam und voller Angst. Und der Muttercomputer Dorothy hat die Galarians in die Welt gesetzt. Sie fürchten sich vor dem Virusprogramm und leben dort, wo alle Netzwerke zusammenkommen. Im Mushroom Tower, hoch über Michelangelo City. Ich muss Dorothy vernichten. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Nicht einmal diese düstere Stadt, die mir Angst und Schrecken einjagt.